Was geht ab, meine Z-Fighter Osiri, und willkommen zurück zum nächsten Part von Super Dragon Ball Heroes World Mission. Der Name ist echt lang. Aber eine Sache, Freunde, ich habe gesummoned. Ich habe nämlich ein Video rausgehauen, in dem es darum ging, wie man summoned, quasi ein Guide wegen dem Gacha-Laden, wie man summonen kann, wie man Tickets holt, um Charaktere zu bestellen und so und so fort, Freunde. Könnt ihr euch gerne ansehen. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Und daraus habe ich wirklich geile Charaktere gezogen. Zum einen diesen Goku hier. Dieser Goku ist Gott hier. In der Beschreibung ist auch eine Tierlist, Freunde. Könnt ihr euch gerne abchecken, damit ihr wisst, okay, wo, wie könnt ich summonen. Wie gesagt, alle Infos dazu in einem Summon-Video. Aber machen wir jetzt mal weiter hier an der Stelle mit der Story. Mit der Story, wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube, wir sind immer noch Kapitel 2, lungen wir rum. Deswegen springen wir gleich mal sofort da rein in die Story, hier in den Story-Modus, genau. Habt ihr euch mittlerweile Dragon Ball Legends, sag ich. Ich habe so viele Dragon Ball Games im Kopf, ohne Spaß. Super Dragon Ball Heroes, habt ihr es euch mittlerweile zugelegt? Falls ja, wie findet ihr es? Wenn nicht, wie findet ihr es? Könnt mich gerne wissen lassen, wie ihr das ganze Spiel findet, Freunde. Es macht, also... Es hat nicht Tiefe, es kann eine gewisse Tiefe annehmen, meiner Meinung nach. Vor allem dann, wenn man online kämpft und so weiter und so fort. So, jetzt hast du der hier. Aufladungseinschlag, Herausforderung, genau. Ja, komm mal, ja, komm her. Jetzt Sharingan. BAM! Was ist los, raus mit dir. Wir waren nicht stehen geblieben, richtig, tatsächlich. Ah, leider kein Ticket, weil Sam wollen wir auf jeden Fall. Und by the way, Freunde, diejenigen, die es immer noch nicht wissen... Man bekommt diese Gacha-Tickets nur, indem man das Spiel spielt. Man kann sie im Spiel selbst nicht kaufen. Ja, ich habe die Frage oft gestellt bekommen. Man muss quasi das Spiel spielen und nach dem Kampf bekommt man die Gacha-Tickets. Da hast du den Purunga, aber die Mission haben wir gemacht. Erledigt, wir gehen einfach mal nach oben weiter. Stopp, stopp. Oh, ich depp. In den Dimensionsriss könnte man nicht reingucken. Naja, Kapselauswahl Herausforderung. Oh. Oh. Gacha-Ticket, bitte. Please. Oh, kommt das jetzt oder was? Oh, Mirakel, Mirakel-Bonus, 3%. Ciao. Brauchen wir nicht. Wir wollen die Gadget-Tickets, nichts. Summon, ey, ist auf jeden Fall geil. Falls, ja. Also, wie gesagt, schaut am besten ins Summon-Video da vorbei, weil da bin ich auch drauf eingegangen, wo man summonen könnte, wo die besten Karten sind. Vorsicht ausgedrückt natürlich. Die sind tatsächlich im Universal Mission Nummer 2. Was geht hier ab? Kann ich nicht weiter? Ah, doch. Universal Mission 2 Set. Und es gibt noch ein MVP OP Demon King Vegeta. Oder nee, das sollte King Vegeta sein. Also Mask King Vegeta, glaube ich. Der ist krank, der sorgt nämlich dafür, dass das Team übel viele Heldenenergie hat. Den muss ich auch noch handeln, auf jeden Fall. Als wäre es nicht schon beeindruckend genug gewesen, Kuda mit einem Schlag zu besiegen, liegt er. Lass, legt er sich jetzt auch noch mit Dabra an. Welches der Heldenmeister nur? Oh, mein, Arkalcho. Oh. Ja, das kannst du doch bestimmt besser, ja. Ich müsste den Rotäugigen angeben, ob ich eigentlich besiegen können. Ha! Boom! Mit dem Hieb. Er ist so stark, das muss an der Anomalie liegen. Mischt euch ein, Freunde. Oh, du Sidesteps! Jetzt Popovicho. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Tag Team. Lack kein Sinn stärker. Stirb jetzt, Chine. Oh, Alter. Ist noch FSK 8? Ist es noch hier schon FSK 18 geworden oder was? Meister, was für eine Plage. Ey, misch dich mal ein, kämpf mal gegen den. Heldenmeister, kick, hier tut mir leid, bla bla, na klar, tralo, tralala. Können wir jetzt bitte kämpfen? Ah, die Lüne muss so schnell. Ich. Wiederbelebung vom Buu oder was? Komm, Felsbrocken. Ey, komm ran! Wohin? Was ist das? Ein Riss im Raum. Oh nein, das werdet ihr nicht. Geht doch hin und batcht euch. Oh! Die Schläger waren wesentlich stärker als gedacht. Apropos Schläger, wo sind sie hin? Sie sind durch sein im Himmel verschwunden. Was war das eigentlich? Ich würde lügen, würde ich behaupten, dass du wissen, aber wir haben jetzt keine Zeit für Spekulationen. Aber das ist keine Spekulation. Die Anomalien in der Welt von Super Dragon Heroes wirken sich auf die echte Welt aus. Ich habe zuerst nicht geglaubt, bis ich gesehen habe, unsere Welt wird von gegen ihn und bla bla bla. Aber Meister, du musst dich erst einmal erholen. Keine Zeit. Ah doch, okay. Tut mir leid, Leute. Ja, wir kriegen das schon hin jetzt. Könnt ihr bitte einfach nur direkt weitermachen? Vielleicht sollten wir noch jemanden rekrutieren. Suchen wir Leute, die für den Helm wechseln. Ah, ja, wäre nicht schlecht. Ja, wärst du am Start, haben wir noch einen Kollegen hier. Da zu einem Titelbildschirm mit so einem komischen Haircut. Okay. Ich glaube, wir bekommen ihn. Ist das so, der hat so silberne Haare. Er macht einen auf Kakashi in der Dragon Ball Welt. Sollte er sein. So.
Oh ja, beat it, you know this. Gib mir Tickets. Komm schon. Oh. Braucht man nicht. Warte, hier soll ich. Hier kann ich doch gar nicht rein. Ah, okay. Freunde, by the way, sowas. Ich habe euch ja gefragt, ob ihr auch das sehen wollt. Aber dann werde ich natürlich offscreen die Bedingung dafür abschließen, den Ultraabschuss. Aber ich denke, sowas wäre auch eher in Stream. Ich streame auch, Freunde, Osado Twitch auf twitch.tv/osadotwitch. Der Link ist in der Beschreibung. Und ich werde nicht warten, bis ich die Story durch habe zum Stream, weil ich kann ja auch online streamen oder ich kann ja auch zuvor Missionen wieder machen oder so Dimensionsrisse. Aber die Story selbst, wie es weitergeht, werde ich auf jeden Fall Let's Playen. Genau. Gut, dann schauen wir uns dort mal um. Wir brauchen eine Mitglied und zwar schnell. Ja, jetzt komm ran. Und dafür war jetzt die Zwischensequenz. Bitte komm, mein Ticket, komm. Komm, nichts. Oh mein Gott. Yeah. Ja, Item und Deko da. Weiter geht's, Junge. Weiter zur nächsten Karte. Das war's. Also ich meine, ja, ich könnte in diesen Riss rein, aber... Ich müsste für die Ultraabschuss... Ja, wow, okay, ich mach weiter. Let's go. So, weiter zur nächsten Karte. Da ist die nächste Karte. Ah, jetzt... Ach so, wir müssen ja irgendeinen Grünschaufel noch ins Team holen. Ja, cool, den habe ich gemeint. Komm, wie aggressiv der ist. Spielsatz und Sieg. Ich habe verloren. Kann ich irgendjemand diesen Typen schlagen? Der haut Mörderkarte raus, als wäre nichts. Hey, da drüben, da hat jemand eine Siegesserie. Oh no, hast du das gehört, was gerade... Achso, das war ich. Er muss seine Stimme verstellen. Der Helmwechsel reagiert. Ja, siehst du, den wollen wir in unser Team haben. Gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ich werde mit ihm reden. Jetzt Zeit für ein... Der ist Froze. Der ist cool. Kein Problem, hier. Einfach Karten zeigen. Und ich mach's dann wieder Grünstapel. Exodia... aus dem Schiff schmeißen, in Meer rein. Ins Meer. Was hat sich Yugi dabei gedacht? Diesem Grünschnabel. Wie hieß der? Ich hab seinen Namen vergessen, aber es liegt mir auf der Zunge. Diesen Grünschnabel Exodia zu zeigen, der Penner schmeißt einfach ins Meer rein. Mit Kampf legen wir los, Exo. Alles klar. Bist du sicher? Boah, warum musst du dazwischen funken? Lass mich doch einfach kämpfen und fertig. Warum wird das in die Länge gezogen so mit dem ganzen Texten? Wäre es interessant, okay, aber die machen so die ganze Zeit. Komm ran, ja, ich komm ran, komm du ran. Boom. Freunde, so, eine Sache. Ich habe noch nicht alle Super Dragon Balls gesammelt. Aber falls ihr schon alle Super Dragon Balls habt und Super Shenlong gerufen habt, falls ihr euch fragt, was könnte ich mir wünschen, sobald ich Super Shenlong wünschen kann, werde ich auch dazu quasi ein Video machen. Aber, an sich... wäre es immer gut, wenn ihr euren Avatar verstärkt, weil dieser Avatar hat reichlich Potenzial. Man kann wirklich so einen guten Kater machen, den Avatar. Genau. Man kann ja nämlich mit vielen Fähigkeiten so ausrüsten. Genau, und so ist die Sache, ich habe meine Charaktere extra so angeordnet, dass ich weiß, weil... Was? Freezer Club? Der... Alter! Was? Der hat einfach den Freezer Club. Ich habe nicht meine... Ah, siehst du, Super Dragon Ball aufgetaucht! Ich habe nämlich meine Charaktere so aufgelistet, dass ich weiß, weil drei von denen haben einen richtig guten Buff in der zweiten Runde, beziehungsweise können sie ihre CA aktivieren, glaube ich. Genau, und die drei hebe ich mir mal auf für die zweite Runde. Das ist dann, glaube ich, unter Vegeta und Gold Cooler kann ich angreifen und meinen einen Charakter so cool auch mal raus. Vegeta, wie gesagt, die halte ich hier weg. Ich könnte ja eigentlich auch in der zweiten Runde lassen, eins drunter, aber... Warte mal. Will ich eine Super Angriff starten? Ich glaube nicht. Der hat einen Hero, weißt du was? Damit ich ein bisschen Power habe. Und der nicht so viel Ausdauer verbraucht, dass ihn. Ah, wo Berserker, der hat an sich wenig Ausdauer, egal. Ja, okay, sehr schön. Oh, Nein. 3000 Kraft. Dein langes Phase, genau. Batz, batz. Ja, und je mehr man spielt, desto vertrauter wird man auch ganz klar mit den Karten Effekte und so. Ich habe es mir vorhin ganz kurz angesehen, aber Logo, ich habe es jetzt alle nicht im Kopf und so. Aber je mehr einfach mal immer weiter spielt, sich damit befasst. Oh, nein. Dann wird man auch bei dem besser. Zumindest rede ich für mich. Trunks, Trunks will's wissen. Bam, was mit dir? Batz, batz, batz. Brr.
Verfolgerchance. Ja! Verfolgungsangriff. Okay. Junge, dieser Trunks, mein Sohn. Frisch aus dem Knast. Genau das. Was ist das? Oh mein. Junge, wenn die nicht irgendwelche Erwitze haben. Oh mein Gott, die Dodges. Sharingan. Ah. Ja, ja, Sharingan. Golden Cooler, ich finde den so geil. Oh nein, was ist... Oh mein. Trunks ist betäubt, verdammt. Ich habe Fehler gemacht. Ich hätte nicht reinsetzen sollen, weil das ist ein Berserker-Typ. Super Dragon Ball Kampf. Oh, oh, den müssen wir gewinnen, glaube ich. Oh, wow, wow. Oh mein Gott. Ja! Junge, was ist los? Wir haben den Dragon Ball bekommen. So, jetzt die zweite Runde. Genau, nämlich der ist raus. Der ist auch raus. Der ist auch raus. Cooler kann Logo kämpfen. Aber jetzt kommt die zweite Runde Kämpfer. Das war Berserker Goku, war es glaube ich auch. Guck mal, wie wenig aussah der. Was? Trunks? Ich glaube Trunks. Doch, Trunks auch. Trunks auch, genau. Hey, mach mal Platz hier. Genau. Die sollten jetzt alle ihre, glaube ich, CAs aktivieren. Wie so. Und ja, bei Storykämpfen gehe ich immer all out, Freunde, weil es sind Storykämpfe. Ich meine, wäre natürlich klüger, wenn ich mal einen Charakter aufhebe oder so und einkämpfe vorne oder mal auch die Defensivkämpfe. Aber es sind Storykämpfe. Ich glaube, am Anfang wird das relativ in Ordnung sein. Wenn ich da einfach all out gehe, mehr oder weniger. Mein Auge! Es ist wieder. Mein Sharingan hat sich wieder aktiviert. Oh mein Gott, Junge. Jetzt komm, habt ihr was? Runde 2, hier Schlitzmodus. Oh nein, doch nicht. Doch jetzt. Wieder perfekt. Doch, 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 doch. Du, ich weiß, dass du einen Schlitzmodus hast. Mach irgendwas, komm. Hehe. Ja, ja, Schlitzmodus. Muss man nochmal. BAM! Muss man nochmal genau informieren. Hä, die machen eigentlich in der Runde, zweiten Runde was. Oder kommst erst jetzt? Achso, ich hab dich schon besiegt. Ich zeig euch mal gleich, was ich meine. Ich glaube, das ist mein dritter Super Dragon Ball jetzt. Nice. Dein Team hat gewonnen, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dieser Berserker Goku, der ist krank, der ist übel gut. Voice Drop. Da droppt sogar mein Voice. So gut ist der. Und genau, nach einem Kampf bekommt ihr eben, zum einen haben wir den Dragon Ball bekommen, das war wegen der Stage. Aber ihr bekommt dann auch quasi hier Gegenstände. Und mit den Gegenständen können natürlich auch hier Tickets am Start sein. Und mit diesen Tickets könnt ihr dann summonen. Genau. Frage. Soll ich mir die Tickets aufbewahren? Ich glaube, ich werde es eh so machen, dass ich mir Tickets aufbewahre und mal dann und dann ein Summon-Video raushauen. Oder soll ich einfach mal am Anfang eines Let's Plays ein Summon-Video raushauen, also die Summons raushauen, so sag ich mal. Wenn ich euch so 3 Multis oder so hab, Anfang vom Let's Play raushauen, von irgendeinem Let's Play und so und so fort. Ja, siehst du, oh, ein seltenes Gadget-Ticket sogar. Sehr schön, sehr gut. Mann, bist du gut, aber es sieht so aus, als hätte ich gewonnen. Ja, easy, wie konnte man Freezer, blablabla. Ich wollte euch nämlich eigentlich, aber ihr müsst wahrscheinlich ganz raus. Ich zeig's euch hier, wenn die Story weitergeht. Wie hat das, oder ich muss für mich mal wieder reingucken mit der Runde 2. Ich habe einfach nur Runde 2 gelesen, aber keine Ahnung. Ich wollte was fragen, was denn? Es geht um Super Dragon Ball, pass auf. Blablabla. Anomalie in der Spielwelt und ich hasse helfen. Ja, komm ran, Junge. Heldmeister, du meinst den Traum? Ja, genau, den meinst du, unser Anführer. Okay, bring mich zu ihm, komm ran. Dann ist er also ein Fan des Meisters, wie du aus der Hauptsache unser Team wächst. Okay, let's go, folgt mir. Ja, folgt mir mal. Folgen Sie mir. Zum nächsten Kampf hoffentlich. Oh, was steht da rechts? Eskalation. Oh. Oh. Mangekyo Sharingan. Brrr. Jo, Junge, Junge, Junge. Sehr gut. Meine Augentropfen genommen. Oh. So. Ah, jetzt geht einfach zur nächsten Karte weiter. Okay, alles klar, verstehe. Und die Story geht wieder weiter. Rekrutieren wir den Boy jetzt oder was? Frost. Ah, mein Lieblingssuo, plus 1, willkommen. Ich habe einen neuen Heldenkanal mitgebracht. Ich fasse es nicht, das ist der echte Heldenmeister in Fleisch und Blut. Willkommen im Heldenlabor. Es ist meine Ehre, ich heiße Froze. Achso, Froze, freut mich, okay? Ich schätze, du kennst die Kurse aus dem Blabla. Ja, wir haben auf 100% kommen in den Heldenwechsel.
Hier krieg ich auch einen Helmwechsel. Sehr schön. Annehmen wir hier. Mit dem kann ich mit Gegner prügeln. Ja, kannst du. Den echten Freezer zu ja, der ist Freezer-Fan. Cool, freut mich. Gibt's auch Freezer-Fans bei euch, Freunde? Wenn ja, dürft ihr mich das gerne wissen lassen. Ja, der, also Froze, der hat auch so einen typisch Freezer-Clan-Namen, ne? Huch, Mann, oh Mann, was für ein Aufruhr. Du da halt. Wer bist denn du jetzt? Oh, er ist tatsächlich hier. Siehst du, ich hatte doch gesagt, dass er kommt. Oh, einfach Zamanada. Nappa. Was ist das? Oh, die Armen. Let me in! Könnt ihr loslassen, Kong und Kang. Einfach Kong und Kang, keiner weiß. Einfach Nappa umbenennen. Und klonen. Kennst du ein Kind namens Neem? Oh, jetzt ist interessant. Ist das ein Freund von dir? Nein, den Namen kenne ich nicht. Was mit dir, Osaru? Tut mir leid, ich kenne keinen Neem. Kann keine Ahnung mehr. Wusste auch, irgendwas ist ihm zugestoßen. Noch ein Anomalie. Das stimmt, da gibt es Cosplayer. An diesen toben Cosplayer. Für irgendeine Zeiten, ja, ja. Sind ein paar Kinder verschwunden. Oh. Okay. Keine Sorge, wir suchen jetzt nach dem Freund. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ikeso! Ja, la 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 la. Ich würde sagen, wir sollten zuerst zum Schaden schauen. Okay, let's go. Gerade noch, okay, auf geht's, ja. Wieso? Einer sagt, lass uns zum Stadion, dann geht doch alle. Wieso müssen es nochmal drei bestätigen? Ja, lass uns zum Stadion. Okay, ja, gute Idee. Und dann geht man erst los. Froze jetzt ein Verbündeter, ja. Kack auf ihn. Das war's von der Karte, ja. Bide. Einfach unnötig. Keiner weiß. Bisher hatten wir kein Glück, allerdings ein paar Kinder sagen, sie haben vor ein paar Tagen gegen ihn gekämpft, aber ansonsten 0 hier noch länger, Zeitverschwendung. Ja, er schreibt den Bericht, Meister, hörst du mich? Klar und deutlich, habt ihr das gefunden? Leider. Ey, schau mal da. Oh, ein Riss. Was ist das? Schon ein Riss, Junge. Oh my yeah. Die werden hinein. Oh, hineingezogen einfach. Ach so, das war's mit Teil 2. Oh. Jetzt kommt Freezy, genau das. Da will, ja, da hat jetzt Froze was er will. Der Froze. Was hat denn Froze für Karten? Gar nicht abgecheckt. Eine unvorstellbare Erscheinung. Oh, jemine. Oh, guck mal da hinten. Ist er. Oh, der kommt uns näher. Der kam uns näher. Bitte komm, Heldenende. Ja, bitte. Wo sind wir? Und was ist passiert? Oh Mann, mein Kopf. Hey Kaioshin, sei Dank, erzählt euch gut. Lolli, Kaioshin, sei Dank. Ich suche kann warten, bis ihr gehört zu wo wir eigentlich sind. Meister, Moment, ich werde nach euren Helmwechselsignalen scannen. Hab sie, interessant. Offenbar seid ihr Super Dragon Ball Heroes. Oh! Mist, was ist mit dem passiert? Ach so, der hat locker sein Avatar vom Freezer-Clan gewählt, deswegen sieht er so aus. Oh mein Gott, wie cool die aussehen. Ich dachte gerade, ja, der hat sein Helden-Avatar einfach als vom Freezer-Clan gewählt. Wie cool der aussieht. Ah, der ist creepy, Mann, der hat nicht mal Augenbrauen. Ist das Neem oder was? Kannst du uns über erzählen? Fangen wir ganz vorne an. Kommt. Ja. Ja, immer Dragon Balls. Keiner fragt mal, wie es uns geht. Hier, ich hab einen Freezer. Freezer ist klar und Froze am Start. Er hat nur gesagt, dass wir das nicht wissen. Seid ihr taub? Oh mein Gott, er hat mich gerade mumm. Ich würde sagen, wir sind ehrlich. Ja. Meinst du? Was? Komm, kämpfen, nicht lange reden. Ey, der Froze sieht übel cool aus. Ja, guck mal, Froze, was hat er jetzt? Kann ich gucken, was für Karten er hat? Ne, ich kann den nur wählen. Ich habe aber keine Lust mit dem zu kämpfen eigentlich. Jetzt habe ich es schon gemacht, oder bitte sag nein. Verdammt. Oh, der. Kann ich wieder zurück, bitte? Ich will den nicht. Ich will hier mich selbst und ich will jetzt wegen dem Ding gucken.
Das mit der Runde. Was war das nochmal ganz genau? Lass mir ganz kurz einen Blick drauf werfen, Freunde, weil das, was ich gemeint habe, zum Beispiel hier bei Goku. Als Angreifer ab Runde 2 in deiner Angriffsphase in Extra-Force-Modus wechseln. Voll Ladung. Ja, genau, wann akzeptiert das? Das ist aber die Sache. Goku hat genauso was mit Runde 2 als Angreifer ab Runde 2 in deiner Angriffsphase in Extreme Genkidama einsetzen. Oder Ex-Genkidama, was auch immer. Und der hat auch an Super-Heat-Modus wechseln. Vielleicht aktiviert sich das, nachdem ich angegriffen habe. Oder vielleicht, wenn ich den Super-Angriff habe. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mich gerne wissen lassen, Freunde. By the way, die Sache ist, natürlich, liebend gerne immer Feedback lassen, Freunde. Aber seid nicht irritiert, wenn in den nächsten Parts nicht das umgesetzt wird, was ich mit euch zum Beispiel in den YouTube-Kommentaren geschrieben habe. Weil die Parts sind ja vorgenommen. Also vorproduziert. Ich setze mir einen Tag hin, produziere ein paar Parts und dann haue ich sie an einen Tag so raus. Das ist das meine. Also, dass, wenn ich euer Feedback aufnehme, die Reaktion drauf kommt dann quasi in ein paar Parts drauf. Okay? Alles klar. So, jetzt haben wir. Sollen wir uns mal hier dappen. Cooler hat so viel Auswahl, Elite-Kämpfer halt. Mit Elite-Kämpfer kann ich ruhig anfangen. Auf jeden Fall. Und mit meinem Hero. Das ist mein Plan. Und eigentlich kann ich direkt immer. Was das? Das ist eh Story so, weißt du? Guck mal, der hat auch Elite-Kämpfer. Eigentlich kann ich wirklich instant all out gehen so. Das ist die Story, ich meine, mein Gott. Let's go. Den gebe ich direkt mal super Angriff, muss natürlich gewinnen. Ich finde das Trunks cool. Trunks sein Ability. Seine Verbindung. Finde ich echt nice, um ehrlich zu sein. Dass er direkt einen super Angriff gibt. Okay, let's go. Wie cool Golden Cool aussieht. Oh my wow. Sharingan, nein! Jedes Mal verkacke ich es, wenn ich Cooler seine Ulti gebe, den Superangriff gebe. Unglaublich. Oh, wie schnell. Oh, okay. Dann seine Fähigkeit auch aktiv. Bam, jetzt. Brr. Zack. Verfolgerchance. Junge, genau das. Sehr schön. Kein Sinn, dass man so irgendwas eingehen muss. Dreh doch einfach hin und dab den. Okay. Ja, ja, ja. Jetzt greifen die an, let's go. Also bei denen werden jetzt immer, weil ich sie vorne gesetzt habe, zwei Kiefer braucht. Aber dieser Elite-Kämpfer haben an sich gut Ki und kann auch Ki heilen. Ausdauer heilen. Also die kann man gut spielen. Mit Elite-Kämpfer könnt ihr gut spielen. Also man. Lange spielen auf jeden Fall. Okay, nice. Ausstellung, ja, siehst du, cool, das ist krank. Jetzt, guck mal. Jetzt kommt. Oh ne, der ist ein super Ding. Ja, wohl komm, erhol du dich mal. Die Berserker können rein. Ah, ich kann. Ja, alle rein, komm, all out, Mann. Das ist das, was ich meine. So, sorry, das sollte schon klar gehen. Alle rein mit euch. Fähigkeit aktiviert, ich hab's gesehen, Fähigkeit aktiviert. Das sollte sich eigentlich aktivieren, wenn das überleben. Ich glaube, vorhin hat es nicht aktiviert, weil die es nicht überlebt haben. Also es folgt, glaube ich, nach dem AE-Angriff. Glaube ich. Ich meine, wir sehen es jetzt. Let's go. Sorry, wenn ich sowas überhole, aber ich meine, ich muss damit das Spiel auch... Ich spiele es ja zum ersten Mal. Ich muss auch quasi... Das erstmal auch... Hier. Was geht ab? Sag ich so schnell. Lass mir alles beibringen. Na, guck mal, bei Goku und so, die Runde Zeitkämpfe, die haben irgendwie ihre Kapseln. Das habe ich gemeint. Oh, Vater-Sohn. Na, oh, Mirakel. Ich dachte schon. Das hat eigentlich nicht geklappt. Vater-Sohn, Hero. Heißt Mirakel. Ich habe ein Ding bekommen. Boni. Co-Boni. Oh, mein Gott. Final Flash. Nahkampf, Gellig Knarre. Wieso heißt es nicht Gellig Gun einfach? Sehr geil. Geil. Sag mal, viel Schaden. Oh, Berserker Goku, Eskalation. Brr. Nice. Guck mal, wie viel Power ich habe. Das ist auch wegen Berserker Goku. Der boostet die Power. Macht. Oh, was sieht den? Ah, ja, seine Super. Ja, guck mal, die haben sie da nicht überlegt. Geil! Hey. Mann, die Sache ist, ich bin einfach erstmal am Anfang. Es gibt so viele Karten, es gibt so viele Möglichkeiten, Deckbuilding und so. Ich weiß warum. Vielleicht hype es auch so sehr. Aber ich mag sowas, wie gesagt, ich mag wirklich sowas. Karten sammeln und so, Decks bauen und so. Schön gechillt spielen, sag ich mal.
bisschen Strategie mit am Start, genau. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, lass uns ganz gut gucken, was in der Sequenz am Ende noch kommt. Und dann machen wir Schluss für diesen Partoreño. So, puh, seht ihr, Teamwork gewinnt immer am Ende. Ach du, du hast Optimismus, ich übertreibst so, lol. Ach, ich habe ganz vergessen, nach Freezer. Der sieht so geil aus. Froze sieht so geil aus. Verdammt. Aber einfach, ja. Nicht schlimm, nicht schlimm. Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir für diesen Part Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my